Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ich habe dezent Gemüse bewirtschaftet, haben wir in der letzten Folge festgestellt, und wir stehen hier dran und versuchen irgendwie die Misswirtschaft wieder hinzukriegen. Was leider aktuell blöd ist, wenn die kein Wirt kaufen. Das für mich jetzt gerade der wichtigste Rohstoff gefühlt ist. Ich habe alles gebaut, außer das, was ich natürlich nicht brauche aktuell, und das ist natürlich ungut. Jetzt ist meine Frage: So eine einfache Destillerie kostet nur. Eine Ölpumpe kostet auch nur. Gummiherstellung brauche ich. Kohle, Diesel macht Gummi und Wasser. Aber rein theoretisch könnte ich auch eine von denen produzieren. Dann könnte ich schon mal Gummi herstellen, wenigstens, ne? Gummiherstellung wäre ja schon mal etwas, was für mich vorteilhaft wäre. Wenn ich hier zwei hinstelle und dann rausfahren lasse danach, das wäre gleich gar nicht doof. Aber ist alles aktuell ein bisschen blöd, weil ich kann mir ja nichts leisten. Ich kann immer gerade so, nur so ein bisschen mit Holz was kaufen und hoffe, irgendwann den Freund hier oben fertigstellen. Der jetzt dann aber auch hoffentlich fertig wird. Und dann mit der nächsten Stufe muss ich mir Elektronik kaufen, dass ich das Beton machen kann. Und sobald ich mit Beton soweit bin, ist alles gut. Dann kriege ich alles wieder ein bisschen gekauft, dann kann ich wieder ein bisschen kaufen. Dann muss ich nur schauen, dass ich schnell Kupfer kriege. Und Kupfer haben wir wo liegen? Das ist blau, das ist hier drüben in dem Berg drin. Da muss ich dann hier drüben mich reinbaggern anfangen. Das wird dann noch so eine Sache werden, eine Kupferproduktion hier aufzusetzen. Na komm. Danach können wir eine Distillerie auch an alles machen. Alles gut und schön. Yes! Gut. Und jetzt sollten die das dahin liefern können. Dann kann ich ihm jetzt sagen, hier LKW-Export an. Und dann tut der das produzieren. Ach nee, das... Der braucht das noch gar nicht. Aber wir haben ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile viel auf Lager, oder? Nee, auch nicht. Aus... Warum ist kaputt? Oh nee. Jetzt geht der Spaß los, dass die Sachen anfangen zu brechen. Weil ich mir keine Sachen leisten kann. Das ist jetzt der Horror. Das ist der Horror, den ich eigentlich nicht wollte. Das, was ich schon einmal hatte. Und das mir fast das Genick gebrochen hat in dem Spiel. Also original, es hat mir wirklich fast das Genick gebrochen. Ich hoffe jetzt, dass ich mit dem bisschen Beton hier... Also ich muss nicht unbedingt das reparieren. Es kann auch sein, dass die sich nach der Zeit ein bisschen wieder stabilisieren, aber jetzt halt aktuell habe ich keinen wirklich anderen Plan, wie ich es umsetzen kann. Alles, was ich brauche, läuft so. Hier werde ich jetzt ein bisschen Mixtur mit Gemüse, ein bisschen... Grün und ein bisschen Kartoffeln machen, damit die Gesundheit und Fruchtbarkeit oben bleibt. Ich habe schon 12. Wie schaut es aus für Elektronik? Brauche ich 4 Kupfer und einen Gummi und kriege dafür 4 raus. Bedeutet, mit 10 Kupfer kriege ich ein bisschen was raus. Wir machen mal beide auch Elektronik mit, bitte. Dann gehen wir jetzt beim Handel. Habe ich noch? Ich habe Kupfer wie Sau. Ich habe auch Gummi. Ich habe bloß die Produktion. Ich habe die Produktion nicht gestartet. Oh Gott, ich hatte genug Auflage. Ich hätte bloß die Produktion hochfahren sollen. Okay.
Das hätte ich sehen sollen mit dem Kupfer hier und mit dem Gummi, aber... Das war jetzt übelst dumm. Ja, wenn wir jetzt weitermachen, dann sollte es alles langsam klappen. Das hat davor auch geklappt. Sie brauchen eigentlich nur wieder Elektro und dann sollte es langsam wieder funktionieren. Hatten die gerade auf, wollen sie das hier gerade als erstes machen? Wahrscheinlich oder so. Der benötigt eine Förderstrecke, um Abgase abzugeben. Ah. Die Abgase. Die guten alten, die habe ich natürlich diesmal vergessen. So. Der ist jetzt fertig. Der kriegt es mit zerkleinertem Schlack. Dann mache ich hier auf Auto und mache ich hier auf Auto. Dann sollte der weiter Zement herstellen können. Gibt ihr denen jetzt mal die blöden Honigteile her? Wir wollen jetzt erstmal hier das anfangen zu bödeln. Das ist im Eingewicht auch gestanden, die können beides eigentlich machen. Fahrt zu den Werkstätten, genau. Die Werkstätten müssen jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Yes, 1% schon mal wieder. Und die kriegen, auch wenn nichts weiteres ist, elektronische Teile mal auf Lager. Mit 1% bin ich zwar nicht weit. Ja, und dann sind wir wieder auf 0 runter. Weil jetzt aktuell natürlich noch die Produktion so ein bisschen fehlt und nicht viel so schnell hinterherkommen. Also wir müssen auch gerade alles wieder reparieren, was in der Zwischenzeit kaputt gegangen ist. Und das ist halt jetzt aktuell das Problem. Wir müssen schauen, dass wir das langsam hochstacken, während die das hier machen. Und ich hoffe, dass sie die das langsam unter Kontrolle kriegen. Bloß die liefern das gerade alles nicht aus. Der produziert Steine schon mal, das ist super. Entfernt sofort die Ladung. Okay. Wie schaut's aus? Ah, langsam wird's. Die beiden haben nichts mehr. Der eine hält jetzt hoffentlich so ein bisschen wenigstens. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt haben dann bald. Der produziert schon. Der macht hier jetzt ein bisschen mit. Um die am Laufen zu halten. Dann machen wir hier noch ein Schüttgutlager hin. Ein Doppelschüttgutlager einfach wieder vor. So. Und damit kommen wir langsam hin. 7% schon wieder an Wartung. Das war nicht gut. Ey, das war so dumm. Also dümmer geht's nicht. Ich hätte darauf achten müssen, ob ich die Ressourcen dafür habe. So. Und da kommt jetzt Kalkstein rein und dann sollten die das alles auslagern können fürs Erste. Dann kann ich nicht gleich immer wieder Kohle machen, weil ich glaube, mir geht bald die Kohle aus, wenn ich so weitermache.
Ah, ich glaube, das Lager, der Shitplatz ist voll. Ich glaube, der Shitplatz ist voll, ne? Aber das war jetzt nicht der Plan. Erweitern wir den Shitplatz ein bisschen noch. Es sollte ganz gut tun. Wie schaut es mit der Produktion hier aus? Ja, es ist zwar nicht optimal, wie es läuft, aber was willst du machen, ne? Kannst ja nichts jetzt wirklich anders machen. Wir geben ihm hier auch beides frei, damit er mit beiden arbeiten kann. So. Und dann tue ich dem wieder den Bereich editieren und gebe ihm erstmal wieder hier den Bereich frei. Der wandelt das Ganze langsam um. Er macht hier schön brav Beton. Und damit können wir arbeiten. So läuft das schon wieder. Wenn wir es in Zukunft verbinden können, wird es natürlich noch besser. So. Natürlich sind gerade alle eher so ein bisschen an Kabelproduktion interessiert. Weil es das ist, was die Maschine hier im Laufen hält aktuell. Aber lustigerweise tun sie nicht alle gleich hier belaufen lassen. Die tun einen immer so ein bisschen befüllen, die anderen nicht. Aber der Vorteil ist, wir kommen langsam hoch. So, schauen wir mal. Lebensmittelmarkt haben wir schon. Wasserwerk, da müssen wir mal schauen, dass wir Wasser anschließen direkt. Und Abfallsammlung. Die haben wir schon. Wasserwerk kostet auch Advanced wieder. Oh. Dafür brauche ich Elektronik und Konstruktionsteile. Beides eklig. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich für das... Warte mal. So, jetzt hat hier. Nee, die kann ich rein theoretisch so produzieren, wenn es sein muss. So, jetzt wird langsam wieder hergestellt. Ich glaube, der braucht nur 2 LKWs aktuell. Maximal halt 3, aber das sollte dann schon genügen. So, der buddelt das brav hier aus, der geht hier schön runter in den Berg. Der bringt es hier hin. Die zerkleinern und setzen das dann in die Maschine hier ein, damit die das gut verarbeiten und hochziehen kann. Gut. Das Shift-Docks ist ja eh das hier, oder? Ne, was ist denn das schon? Dient zum Auftanken, Reparieren und Modifizieren unser Schiff ist verwaltet. Was ist das denn? Shift-Dock beschieben. Kostet 100 und wir haben nur 27. Ich glaube, das ist dann aktuell nicht so das, was wir machen wollen unbedingt. Bei Transportation ist es halt eklig. Ich würde halt ein paar Griffe gerne jetzt schematisieren anfangen. So. Aber schon bei 35, dann tun wir doch jetzt doch mal wirklich. Die braucht aber schon Advanced wieder. Gummiherstellung. Der braucht 60 zum Produzieren, aber braucht 4 Benzin. Und einmal cool und macht dafür Gummi und Ding. Wie schaut es denn aktuell aus, wenn ich jetzt hier auf die Ressourcen gehe mit dem Gummi?
68. Okay, ich sollte da vielleicht anziehen mit der Gummiherstellung. Schauen wir mal, wie wir es am besten aufstellen. So. Das kann jetzt natürlich alles ein bisschen dauern. Das kann ich doch bestimmt immer noch so ein bisschen nachkaufen einfach. Dann habe ich genug auf Lager. Die Produktion jetzt auch anheizen. Aber schau an, die Wartung ist schon bei 100%. Das ist doch schon mal perfekt. Dann sind die jetzt auch schon gleich bummvoll. Die kriegen auf jeden Fall noch ihr ganzes Zeug, was sie brauchen. Also Versorgung für Siedlung haben wir abgestellt. Jetzt muss das dann nur fertig werden. Rohrleitungsmäßig müssen wir aber dann leider hier abzweigen. Wird er auch auftanken oder ist auftanken gefahren. Jetzt können die langsam wieder anfangen zurückzukommen für die Kohlearbeit. Er kommt, er richtet das Ding mal hier fertig. Perfekt, der ist fertig, der kriegt jetzt den Auftrag mit Treibstoff und Kohle hier. Geh weg. So. Dann ist er auf jeden Fall schon angeschlossen und der tut jetzt schon mal Gummi produzieren für uns. Das ist super. Dann tun wir einfach hier drüben dann das Gummilager noch hinstellen. Dann kommt hier noch eine zweite Pumpe und dann hat sich das. Dadurch, dass wir hier jetzt angeschlossen sind, sollte da auch der Durchfluss nicht zu schlimm sein. Der Durchsatz ist 1,1. Okay. Er sagt, dass er fast voll ist. Also der erstmal entleert schauen. Besser natürlich die automatische Anklinkung an das System, desto schöner wird es auch am Ende. Kann natürlich jetzt alles so ein bisschen dauern. Jetzt geht der Gummi auch wieder nach oben, das ist super. Wenn der Gummi wieder nach oben geht. So will ich das. So ist das schön, so ist das fein. Kann ich hier die Baupriorität um 2 erhöhen? Dann können die nämlich von selber den Diesel nachfüllen schon mal. Da muss da nicht immer jemand hinfahren um sich. Das ist schon mal etwas. Also 26 haben wir hier schon alle auf Lager alleine. 0 Arbeiter verfügbar. Dann aktivieren wir dich auch mal wieder. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Nahrung wird eng. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.